Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin wieder zu Hause. Ihr habt mich ja jetzt 14 Tage lang begleitet durch Potsdam. Ich hatte ja einige Potsdam-Vlogs hochgeladen, also und veröffentlicht. Tja, und unter anderem hatte ich ja ein Action Hall angekündigt. Also dieser Action Hall umfasst lediglich Haushalt. Und da heute Samstag ist, dachte ich mir, ist das, also jetzt, wenn ich das Video drehe, ist nicht Samstag, aber wenn ihr es schaut, dachte ich mir auch Haushalt, vielleicht habt ihr so ein paar Inspirationen und denkt, ach, das könnte ich auch gebrauchen, obwohl, naja, es soll ja wunderschönes Wetter morgen werden und ein ganz toller, goldener, super Oktober. Also ich habe jetzt das mal ausgepackt hier auf meinem Tisch, ich habe 30 Euro ausgegeben für das alles, was ich euch jetzt zeigen werde. Womit beginne ich, brauche ich jetzt keine Brille? Doch, ich brauche eine Brille, ich muss jetzt die Brille, dann habt ihr vielleicht die Ringe, naja gut, okay. Als allererstes ist diese eine Etagere. Diese Etagere, das ist so ein Glasteller, das muss ich noch zusammenbauen. Die Etagere kostet die um die 2 Euro. Ich baue es jetzt nicht mit euch zusammen, aber ich zeige euch das mal. Das ist ein Glasteller. Das ist einfach so Pressglas, so ein bisschen Jugendstil. Und dann ist hier so ein Ding da und dann wird das da dran geschraubt. Und das ist sehr schön für Pralinen zum Beispiel jetzt in der Weihnachtszeit. Ich möchte unter anderem ein paar tolle Trüffel machen, also Trüffel, süße Trüffel. Da gibt es dann so ein Backvideo oder Koch- oder Dessertvideo. Und da kann man die... Dafür habe ich das eigentlich gekauft. Ich sagte ja, ich habe Dinge gekauft, die ich nicht brauche, aber trotzdem brauche. So Schnulliputz, so Krimskrams. Also diese Etagere. Also bei den Preisen konnte ich ehrlich gesagt nicht widerstehen. Bleiben wir weiter bei Haushalt. Das ist so eine aus Glas, kostet auch um die 2 Euro. Das ist so eine, ich würde sagen, eine Bonbonniere. Also meine Großmutter hatte sowas früher. Das war allerdings Bleikristall, heute ist es eben nur Glas. Also ich finde schon irgendwie irre, was die Holländer da alles so anbieten in ihrem Supermarkt. Auch schön jetzt so für Bonbons, Pralinen, Karamell, was man... Oder mal, also was man auch machen kann, Wattestäbchen reinmachen oder Wattepads. Sieht auch toll aus. In einem Bad ist gleichzeitig verschlossen, dass die Dinger nicht einstauben. Alles um die 2 Euro. Dann diese, solche kleinen Töpfchen sind das hier. Das sind Mini-Auflaufformen. Ich mache das jetzt mal ab. Ich sag euch auch, was das kostet. Ich glaube, 1,98 kosten die, ne? Haussocker, nee. 1, ach, noch nicht mal. 1,59. Hat mich ein bisschen erinnert an Le Creuset, was natürlich irrsinnig teuer ist. Ich habe das mir jetzt in Blau und in Grün gekauft. Das ist so ein kleines Töpfchen. Und ich, Spülmaschinen geeignet, natürlich Auflaufform, also auch für den Ofen. Ich habe mir gedacht... Ich mache so ganz gerne überbackenen Ziegenkäse, also im Ofen, das ist eigentlich ganz süß. Sieht hübsch aus, ne, wenn man das dann serviert. 0,3 Liter, also in Grün habe ich die gekauft und in so einem tauben Blau-Grau. So, ja, einen Cleaner. Das ist diesmal ein Rosé, Rosemarie Ginger. A Good Clean. Also das Zeug besteht zu 98% aus, ist also biologisch abbaubar, aus Zutaten auf pflanzlicher Basis, habe ich hier gelesen. Und das sind so ätherische Öle, also Rosmarin und Ingwer. Gibt es fürs Bad, gibt es für die Küche und das ist für alle Flächen. Riecht sehr schön frisch angenehm und sieht irgendwie toll aus. Ne? Das sind so Haussocken in so einem Grau, eigentlich Rutschsocken. Ja klar, Haussocken. Und in so einem Mintgrün. Die haben auch so einen... Na, wie Kinder das früher hatten. Also meine Kinder hatten immer die Mama Rutschsocken gesagt. Weil ich finde die ganz, auch wenn man jetzt mal Besuch hat, ne, und die auf Strümpfen stehen, weil ich mag das, also ich habe auch Fußbodenheizung, das ist eigentlich, man muss nicht unbedingt Hausschuhe anhaben, aber solche Haussocken finde ich eigentlich ziemlich cool. Und die glitzern auch. Das sieht man wahrscheinlich nicht so in der Kamera, aber sie glitzern, kosten auch so um die 2 Euro. So, dann Kerzenzeit habe ich mir... zwei von diesen Stabfeuerzeugen kauft, 69 Cent. Kommt mal ganz gut in diese Teelichter rein. Ne? Mit einem kleinen Feuerzeug verbrennt man sich meistens die Finger. So, und jetzt hab ich etwas vor, und zwar ist das ein Experiment. Das ist jetzt, ich habe meinen Duschkopf von Rohe, der ist irgendwie, obwohl ich das wirklich pflege, aber wir haben ja nur kalkhaltiges Wasser in den Städten, ist da so ein bisschen, sprüht das da aus Löchern raus, wo das eigentlich nicht raussprühen soll, so schräg. Und dachte ich mir, ich probiere mal diesen Duschkopf, das ist Euro genormt.
kostet um die 3 oder 4 Euro. Also wenn da nichts ist, kann ich ihn ja wegschmeißen. Ich kann ihn ja nicht zurückbringen, weil ich habe jetzt hier keinen Action in der Nähe. Aber das wäre auch nicht so schlimm. Ich habe das mal, ich mache jetzt mal die Probe aufs Exempel, ob das funktioniert, ob dieser Duschkopf passt. Die haben auch Duschschläuche, also es gibt da relativ viel für den Haushalt, ne, und fürs Bad. Ihr kennt ja wahrscheinlich Bärchentreff, ne? Das sind diese Gummitier, diese Gummi, also diese Gummiweichteile herstellen. Und da gab es, also einen Laden, wo es nur so Gummizeug gibt zum Essen, ja. Und da gab es vor Jahren die sogenannten Hexenbesen. Das war so Lakritze, die war so mit so Zucker ummantelt und innen war so ein Kakaokern. Und das haben die eingestellt. Obwohl das super gut lief, haben die das vor 2 Jahren oder so eingestellt, die Produktion dieses Hexenbesens. Und dann habe ich was entdeckt, das schmeckt so ähnlich. Auch mit so einem Kakaokern. Ich hatte schon eine Tüte, ich hatte 2 Tüten gekauft. Ich habe schon eine, also vernascht. Und die Werthers Echten, da haben wir so einen Karamellmix. Das ist auch immer eine schöne Geschichte, so Nervennahrung. So, und jetzt kommt's. Ich traue es mich gar nicht zu zeigen. Nämlich, als ich es gekauft habe, war noch September, Weihnachten. Also ich habe wirklich gedacht, mich knutschen Elch, dann fingen die an, Weihnachtssachen auszupacken. Naja, es gab natürlich wahnsinnig viel Kitsch. Aber so ein paar Dinge, die man braucht, zum Beispiel Geschenkpapier. Das ist ein Geschenkpapierrolle, das ist so packpapiermäßig, so braunes Papier und mit irgendwelchen Aufdrucken. Da ziemlich simpel ist jetzt nichts weltbewegendes, das ist kein Glanzpapier. Und dazu verschiedene Bänder. Das sind solche Geschenkbänder, kosten um die 2 Euro. Ich habe schon mal eine Packung aufgemacht. Was ich ganz hübsch finde an diesen Bändern, die sind so zweifach, da sind so kleine Holzsachen dran. So Perlchen oder Sternchen oder ein Weihnachtsmann oder ein Tannenbaum zum Beispiel hier. Finde ich sehr hübsch. Ich mag das immer sehr, also natürlich gerne verpacken. Und was ich auch ganz süß fand, diese Anhänger hier. Und zwar benutze ich solche Anhänger ganz gerne für Servietten. Also Weihnachten gibt es dann Stoffservietten und dann ziehe ich einfach so eine Stoffserviette da durch. Und den Anhänger darf derjenige mitnehmen. Das ist doch ganz niedlich, ne? Das ist jetzt hier so ein Elch und ein Weihnachtsmann, habe ich mehrere davon gekauft. Dann haben wir weiterhin, ihr wisst ja, dass Karten ziemlich teuer sind, ne? Also sehr schöne so Christmas-Karten. Die haben mir sehr gut gefallen. Da haben wir einmal Motiv dieses Auto mit dem Tannenbaum oben drauf. Und dann haben wir nochmal, das seht ihr hier drin, eine Schneekugel. Auch ein Witz, was die gekostet haben. Deswegen dachte ich mir, die nehme ich auf jeden Fall mit. Es ist zwar altmodisch, Karten zu schreiben, aber ich schreibe gerne Weihnachtskarten und ich bekomme auch gerne Weihnachtskarten, weil ich das schön finde. Und dann werden die also entweder am Kamin festgemacht oder die werden, was ich ziemlich cool finde, also ich habe jetzt keinen Kamin mehr, aber eine Kaminkonsole, da kann man sie auch schön draufstellen, die Karten. Oder was auch sehr schön aussieht, Türrahmen, wenn man da die Weihnachtskarten so anpinnt. Ebenfalls Weihnachten, das sind solche für Cupcakes, für kleine Cupcakes sind das so Förmchen und ja, solche, die man so reinsteckt, ne? Keine Fähnchen, sondern das sind hier einmal so, also Lebkuchenmann und ein Weihnachtsmann. Ich weiß, es ist Weihnachten. Aber es geht ja schon los, ich meine, es geht ja schon los, man kann das ja schon kaufen und das nicht erst seit gestern. Und dann, was ich auch ganz süß fand, das sind so Cup-Cookies mit Zimt. Das macht man, hängt mal so eine Tasse dran, wenn man Besuch bekommt. Ist eigentlich auch sehr schön, ne? Ich weiß nicht, wie sie schmecken, aber ich fand die ganz zauberhaft. Und das Ganze kostete jetzt 30 Euro. Allerhand, ne? Also, wie gesagt, ich habe es ja angekündigt, Dinge, die man nicht braucht, aber irgendwie doch braucht. Und sie sind nützlich. Auf jeden Fall sind sie nützlich, wie ein Duschkopf, Weihnachtspapier, Bonbonieren, so eine kleine Auflaufform. Also, was ich sagen möchte, bevor ich mich jetzt verabschiede und euch ein ganz tolles Wochenende wünsche. Ihr habt euch wirklich mit Kommentaren überschlagen, mit diesen Potsdam-Vlogs. Und ich glaube, ich habe euch irgendwie gekriegt, ne?
ich konnte euch einfangen und mitnehmen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass mir das gelungen ist, selbst mit der Handykamera. Ihr seid da so aufgesprungen und ich habe mich irrsinnig gefreut über diesen, also über diese Kommentare, die einfach nur zum Knutschen sind, waren. Ich bin völlig hingerissen von meiner Community. Ich danke euch sehr. Ich bin so froh, dass wir uns haben. Und das nächste Video, ich werde mich am Wochenende jetzt ranmachen. Fashion, ich habe es euch ja versprochen, ne? Wir fangen jetzt an mit einer schwarzen Jeans. Wir beginnen mit der schwarzen Jeans und damit das zum Beispiel nicht untergeht, Thema Schuhe. Also ich möchte Videos nicht länger als 10, 12 oder 14 Minuten machen, weil die Aufmerksamkeit des Zuschauers ist einfach erwiesen, ist so, die sackt eigentlich nach 3 bis 4 Minuten schon ab. So, wenn ich dann 10 bis 12 Minuten mache, ist es schon viel. Da müsst ihr euch schon lange zugucken. Und dann kommt noch hinzu, dass der Upload so ewig dauert bei YouTube, wenn das länger ist. Aber ich finde, das ist so eine schöne 10, 12, 14 Minuten. Also ich beginne mit schwarzen Jeans, die nicht zerrissen sind, und widme mich schwarzen Jeans und Schuhe. Und also es gibt 2 Videos zu schwarzen Jeans und 2 Videos zu blauen Jeans. Das heißt, das erste Video, schwarze Jeans, Schuhe, und dann, oder 3 Videos, schwarze Jeans und ein Oberteil und dann schwarze Jeans und ein Mantel, eine Jacke, ein Schal, Tasche, wie man das so stylen kann. Das finde ich ziemlich cool. Also machen wir einmal schwarz, einmal blau und dann gucken wir weiter. Weil Jeans ist ein Allrounder. Jeans ziehen wir alle an, in jedem Alter. Und ich denke mir, ihr habt das ja auch geschrieben und euch gewünscht. Wird umgesetzt, ihr Süßen. So, ich wünsche euch wie immer das Allerliebste und Beste. Seid besonders gut zu euch. Habt ein ganz tolles, ganz tolles, super sonniges, goldiges Oktoberwochenende und bis bald. Ciao.